Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Hier, erste Mal ganz kurz reparieren. Das geht so gar nicht. So eine alten versüfften Steckdosen wollen wir natürlich nicht gerade haben. So, rein damit, anschrauben. Wir müssen ja noch die Wände vergipsen. Das werden wir heute auf jeden Fall in Angriff nehmen. Die Heizung hier kann erstmal weg. Genauso wie diese Heizung. Im Bad haben wir Heizungsanschluss. Das ist Waschmaschine. Das ist Dusche. Waschbecken, Klo können wir alles so lassen. Wir verputzen unser... Ja, Schlafzimmer soll das hier werden. Ein neuer Fertigkeitspunkt. Schnellere Montage, schnelleres Vergipsen, Legen von Fliesen, schneller. Wir nehmen natürlich das. So. Wow. Oh Leute, mir fällt gerade ein, ich hätte auch die Wand einreißen können und... Ne, da wäre die Küche nicht so schön. Ich mag es, wenn es schön ist. So. Aber warum? Och lol, ist da drüben in der Küche noch eine kaputte Steckdose? Hehehe, Dreck ist weg. Mir wird dort noch was rot angezeigt in der Küche. Da müssen wir doch glatt mal gucken gehen. Tatsache, da ist noch eine kaputte Steckdose. Lol, das habe ich natürlich nicht gesehen. So, gleich neue Steckdose rein. Warum haben die Amis eigentlich so eine dreipolige Steckdose? Das würde mich echt mal interessieren. Ist doch Schwachsinn. So. Vergibst haben wir alles, dann im Bad haben wir schon vergibst, dann geht's hier im Wohnzimmer lang. Wir sind ja ein Single-Haushalt, wir brauchen keine 20.000 Zimmer. Und hier haben wir weniger sauber zu halten. Das ist natürlich besser. Aber soweit ich weiß, muss man hier drin ja nicht putzen. Und der Lichtschalter wird dann auch verkauft. Den braucht man nicht. Ja, das Schlafzimmer würde ich mir gern irgendwie schön einrichten. So, dass es für einen Single-Mann natürlich komplett ausreicht. Hier. Und auch wenn man sich in-game eine Freundin angeln könnte, würde ich das nicht machen. Das Single-Leben ist Genießer-Leben pur. Keine Verpflichtung, keine Verantwortung. Man kann einfach sein, wie man will. Und das werden wir hier im Haus auch machen. So, der braune, das braune Kabel noch. Das wackelt hier hinten ganz schön hin und her. Also ich kenne die Kabel nur ordentlich steif, sage ich jetzt mal. Und nicht so wabbelig und schwabbelig. So, jetzt sind wir mit Verputzen fertig.
Hier ist noch eine kaputte Steckdose. Da können wir uns eigentlich doch gleich mal den Flur einrichten. Türen wissen wir ja jetzt, es kommen überall schwarze rein, also schöne dunkle Türen, der Rest bleibt ja hell in der Wohnung. So. Aber wir wollen erstmal streichen. Wir machen erst einmal das Bad, würde ich sagen. Dazu brauchen wir neue Fliesen. Apropos Fliesen, wie sehen die in der Küche und warum hat der Flur Fliesen? Die dort können bleiben. Hier kommen neue Fliesen rein. Fußboden. Was nehmen wir da? Hellblau. Und hier ist noch nicht vergipst. Och, meine Güte. So, da machen wir aber jetzt auch gleich noch den Flur. Der kriegt so ein schönes Laminat reingeballert. Passend zu den Türen. Hier unten weiß ich, muss auch noch gelegt werden. Ich glaube, hier unten auch. So. Warum? Wo waren das jetzt? Hier, warum ist da noch nicht vergipst? Jetzt muss ich wieder Gips kaufen. Mann, Mann, Mann. Wände. Wir müssen sowieso hier rein. So, und bevor ich irgendeinen anderen Fehler mache, bleibt da stehen einmal. Wir haben jetzt hellblaue Fliesen an der am Boden. Und wir nehmen natürlich auch schöne blaue Fliesen für die Wände. So. Das da. Ui, das geht ja wirklich schneller. Cool, da kriege ich mal das Bad ja vielleicht in der Folge fertig. So. Schon wieder so ein Rauchmelder. Kann ich den verkaufen? Ja. Rauchmelder im Bad. Also ich bitte euch, wenn das dort die ganze Zeit dampft, vor allem unter der Dusche, das dampft und der wird doch aktiviert. Das ist Schwachsinn. Ja, so. Erste Wand haben wir gleich komplett fertig. Setzen wir da oben noch was hin. So, dann hier einmal. Ach, das ist gleich viermal. Schön. Aber die gefallen mir irgendwie. Das hat sowas an sich, dieses Blaue. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir einfach. So, und jetzt wo ich das sehe. Hier, Lichtschalter weg. Lichtschalter weg. Lichtschalter weg. Lichtschalter weg. Was haben wir hier für ein? Weg mit dem. Hier haben wir auch noch dieses alte Ding. Nee, wir wollen ordentliche Lichtschalter hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hier haben wir schon. Fünf. Bad haben wir. So, Wohnzimmer haben wir auch. Was muss, das muss. Also Lichtschalter müssen schon gleich sein in der Wohnung. Das sieht ja sonst richtig grottendämlich aus.
So, jetzt kommt da oben die Friemelarbeit. Ah, die Lampe gefällt mir hier auch drinne. Ja, kann man sich nicht beschweren. Dann müssen wir gucken, was wir uns da für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken einbauen. Waschmaschine gibt es ja hier nur eine im Spiel, das ist schade. Die hätten sich ruhig mehr einfallen lassen können. Zum Beispiel einen Toplader für Single-Haushalte. Waschmaschine mit Bullauge gibt es ja schon, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Größen und. Das hätten sie hier ruhig mit einbringen können. Aber ich weiß nicht, ob es in Amerika Standardgrößen gibt für alles. Keine Ahnung. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich könnte zwar meine Verwandtschaft in Amerika fragen, aber... Nee. Da muss ich ja Kontakt mit denen aufnehmen. So, da haben wir ein paar Fliesen zu viel gekauft, sehe ich gerade. Ist aber nicht so schlimm. Das Geld holen wir uns wieder. So, die Tür. Dunkel gehalten, bitte. So. Das Fenster. Kommt natürlich wieder Standard eine Jalousie ran. Ist ja hinten im Garten das Fenster, also da sehen nur wir das. So, das Bad haben wir fertig gefliest. Jetzt können wir uns hier noch ein paar Farben überlegen. Was wir denn für welche nehmen wollen. Das Wohnzimmer. Himmlisches Blau. Was waren das andere für ein Blau? Das war das Eisblau. Dann machen wir hier das himmlische Blau rein. So, und im Schlafzimmer. Da weiß ich schon, was wir nehmen. Das schläfrige Blau. Warum ist da ein Lichtschalter? Meine Güte. Ja, wir haben das Bad fertig gefliest. Einrichten tun wir es in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.